Ganz herzlich willkommen, liebe YouTuber. Es ist heute das schönste Video des Jahres und ich habe mich extra wieder mal schick gemacht. Schick, genauso wie der ganze Laden schick ist. Es ist nämlich heute wieder das Video zur Adventsausstellung bei Flower Style. Das ist das Video des Jahres und ich glaube, das sind auch die meistgesehenen Videos. Aber bevor wir im Laden die große Rundschau machen mit den vielen, vielen Werkstücken, gibt es noch mal einen kleinen Rückblick, was am Montagmorgen los war, als die Kränze ankamen, die ganzen Kränze und das Grün. Und da zeige ich euch mal, mit was wir am Montagmorgen gestartet haben in dem Video. Und dann gibt es den ganzen Ladenrundgang. So, es ist Montagmorgen, ihr Lieben. Und wir haben heute die schönsten Kränze geholt. Wunderschön in ganz vielen Größen. Und hier ist jetzt so die, ja, hier wird jetzt ausgezeichnet. Das sind jetzt allein die Mixkränze. Dann gibt es ganz viele Nordmann-Kränze in vielen Größen. Nobilis-Kränze. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele rundgewickelte Kränze. Und man sieht hier auch der größte, der ist wie so ein Wagenrad. Das sieht man, kann man eigentlich gar nicht erkennen, diese Größe. Der hat 1 Meter Außendurchmesser. Das ist also echt der Hammer. Und ja, also diese Träumchen, mit denen haben wir jetzt zu tun. Und dann gibt es natürlich neben den vielen Kränzen auch noch haufenweise Grün. Ja, wir haben hier wunderschöne Flechtenzweige im Hof. Die sind mit diesen tollen Flechtenarten. Ich glaube, da muss ich auch noch mal ein Video machen, weil die sind der absolute Hammer. Und dann haben wir hier Nobilis-Zweige. Dann gibt es hier ganz tolle Nordmann. So, man muss die immer mal umdrehen, um das natürlich so schön zu sehen. Wir haben wunderschöne Misteln und Seidenkiefer. Dann haben wir Konifere, Taxus. Ja, Taxus, hier sieht man so schön diese Ästchen. Ein richtig schöner Taxus. Dann haben wir von der Konifere noch gemischte Teile. Dann haben wir noch die blaue Nobilis-Tanne. Es gibt die grüne und die blaue. Das ist die blaue. Und das ist die grüne. Ja, die haben dann doch noch ein bisschen eine andere Farbschattierung. So, dann haben wir das Weitere natürlich die tollen Ilex-Zweige mit den Beeren, die wir immer zu den Amaryllis binden. Und hier geht es noch weiter mit Nordmann und Zweigen und, ach ja, und Zweige. Zweige gibt es natürlich auch ganz viele. Es gibt Kornus. Wir haben Magnolie. Diese schönen Knöspchen. Ich liebe sie. Herrlich. Dann haben wir noch grünen Kornus und roten Kornus. Korkenzieher, Haselnuss. Und hier ist noch Korkenzieherweide. So groß bin ich gar nicht. Ich kann die gar nicht, ich kann das gar nicht von oben alles filmen. Ja, und man sieht auch immer gar nicht alles gleich, weil es gibt auch immer noch Flechtenzweige. Und wir bemühen uns um eine gewisse Ordnung, aber es ist schon echt, echt viel und es ist auch echt eine Action. Also wir haben hier wirklich zu tun, das alles zu bewältigen. Aber die Arbeitsgrundlage ist geschaffen. Ein paar Birkenstämme für schöne Dekos haben wir natürlich auch. Die Arbeitsgrundlage ist geschaffen und ich glaube, jetzt haben wir dann alles da und es kann ans Werk gehen. Immer wenn wir etwas Wunderschönes schaffen wollen, geht dem ein gewisses Chaos voraus und das Laden umräumen ist immer sehr chaotisch. Es liegt alles rum, es sieht aus, wir haben keinen Platz, es sind Schachteln, es ist Dreck. Es wird geputzt, geräumt, gemacht und das sind jetzt mal so Eindrücke, wie der Laden aussieht, bevor wir das alles zu der richtig schönen Adventsausstellung zusammenbasteln. Und da sind viele Hände nötig, um so ein richtig schönes Ergebnis zu bekommen. Also wir starten den Rundgang der Adventsausstellung vor dem Laden mit diesem schönen Holzstapel. Da hatte ich so ein schönes Video gemacht, Holz vor der Hütte. Und letztes Jahr habe ich da in den Weinkisten das Licht reingelegt. Vielleicht mache ich das noch. Und was sich ganz große Beliebtheit erfreut, das sind unsere schönen Zuckerhutfichten. Diese Bäumchen, die man auch rauspflanzen kann nach Weihnachten. Das ist so wirklich ein Bäumchen im Topf, den wir schön mit Filz dekoriert haben. Filz ist ja so schön wetterfest. Mit meinen allseits beliebten Lichterketten, mit der Schnur, die ich schon so, so vielen von euch versendet habe. Und weil wir diese Zuckerhutfichten verkaufen wie, naja, geschnitten Brot, ja, aber unglaublich oft,
haben wir jetzt heute mal 4 Stück gemacht und ich muss euch sagen, es sind schon wieder 2 reserviert. Das ist echt der Hammer. Und weil Rot die begehrteste Farbe ist, dekorieren wir doch am liebsten natürlich Rot. Dann haben wir auch eine Erika nochmal weihnachtlich gemacht mit Kugeln. Und was auch wunderschön ist für draußen, das sind diese Herzen mit Wachsrosen. Das sind also Moosherzen mit einer Efeuranke umrandet und einfach Wachsrose, ein paar Zapfen, eine schöne Konifere, Muschelzypresse und Calocephalus. Und das ist schon eine ganz tolle Deko, die das den ganzen Winter hält. So, aber nicht nur im Laden gibt es unglaublich viele Zuckerhutfichten. Ich wollte euch das einfach nochmal gezeigt haben, weil mein Auto, das sieht eigentlich so ein bisschen aus wie so ein kleiner Wald, weil ich habe hier nur Bäumchen. Bäumchen, Bäumchen, Bäumchen. Die müssen jetzt alle noch zum Kunden und die anderen haben wir ja im Video gerade gesehen im Laden und das ist jetzt hier in Dunkelrot dekoriert, in Gold. So hat sich der Kunde gewünscht. Das ist echt der Hammer. Und ja, also mein Auto, ich brauche wirklich die Kapazität. Dazwischen sind noch hier die Kisten, weil ich morgen früh auf den Großmarkt muss und da kommen jetzt gleich die Blumenkisten rein. Ich habe einen Caddy Maxi, aber der ist immer voll. Es ist echt der Hammer. Ja, aber Zuckerhutfichten sind einfach schön für Weihnachten. Ja, aber jetzt gehen wir wieder zurück in den Laden, weil da zeige ich euch jetzt gleich die anderen Arbeiten. Und damit das Glück uns allen hold ist, haben wir auch noch Mistelzweige mit Zapfen und mit ein bisschen Wollfilz und Tanne schön dekoriert, damit Glück in jedes Heim kehrt. Diese hübschen Mistelzweige und je mehr Beeren dran sind, desto schöner sind ja die Mistelzweige und desto begehrter. Da haben wir jetzt einfach mal ein paar gemacht schon mal und ich finde klassisch Rot natürlich immer am schönsten, aber wir machen für jeden Geschmack was und hereinspaziert in die gute Stube. Jetzt machen wir die Tür zu, da gibt es auch keinen Autoverkehr mehr. So, wir kommen zu dem Rundgang im Laden. Wir haben wochenlang gewerkelt, wir haben gesammelt, wir haben bearbeitet und es gibt so viele schöne Werkstücke. Und ich fange jetzt einfach mal so rundum an und zeige euch die, weil vorletztes Jahr war, glaube ich, das erste Adventsausstellungsvideo und es wurde so viel geguckt, ja, es ist unglaublich. Also hier haben wir so schöne kleine Bäumchen gemacht und diese Bäumchen, das ist Eibe. Ja, die Eibe haben wir gesteckt und haben das also auch mit natürlichen Früchten, mit kleinen Kügelchen dekoriert. Haben das mit einem Ring aus und diese Ringe sind so ein schöner Materialmix. Ja, wenn ich es mal zeigen kann, hier sieht man es sehr gut aus Weide und aus Mühlenbeckia. Mühlenbeckia ist ja dieses dunkle Gestrüpp, das war auch schon öfter im Video, das ich verwendet habe für den Adventskranz, wo wir die Basis gemacht haben. Wir haben Amaryllis im Topf dekoriert, natürlich auch schön mit Folie umwickelt, damit die auf den Tisch gestellt werden können, eingefilzt. Und das ist besonders edel mit diesen schönen Magnolienzweigen. Und wenn die Amaryllis dann hochkommt und blüht, dann ist es so richtig toll, wenn die in diesen Zweigen drin ist. Also Amaryllis erfreuen sich größter Beliebtheit und oft kommen sogar drei Blüten empor. Das ist natürlich dann immer ein kleines Blütenfeuerwerk. Dann gibt es hier unten den kleinen schönen Adventskranz. Hier kann ich wieder auf das Adventskranz-Video verweisen. Das war 1.0. Da habe ich diese schönen Gläser, diese dicken Gläser auf Schieferplatten. Und hier sieht man auch, wie toll die wirken. Das war ein Video, das auch, ja, Wahnsinn. Also das wird unglaublich viel geguckt. Adventlich sind halt auch die Gläser. Das ist jetzt die Verbindung zu den Gläsern vom Adventskranz. Hier haben wir einfach ein Glas adventlich dekoriert. Wir haben das schön gefüllt, auch mit Orangenscheiben, mit Kugeln. Und da haben wir auch wieder die schöne Lichterkette genommen, diese Lichterkette mit Timer, die ich ja so oft versende. Ich schicke fast täglich Warnsendungen raus. Und mit Timer ist ja auch, dass die jeden Tag dann 6 Stunden an ist und 18 Stunden aus. Und das ist auch mal im Flur oder egal, wo man es hinstellt, einfach ein wunderschöner Blickfang. Natürlich dürfen zu Weihnachten schöne Kränze nicht fehlen. Und wie ihr im Hof ja auch gesehen habt, wir haben ganz tolle Korkenzieher, Haselnuss. Das macht natürlich auch unheimlich viel aus immer. Wir nehmen diese Zapfen, diese Strobuszapfen aus dem Türkranz. Ich glaube, einen Türkranz kann ich euch auch nochmal zeigen, einiges, weil wie man das macht.
Natürliche Materialien neben den glänzenden sind mir ganz wichtig. Die Nüsse, hier haben wir Walnüsse genommen, die Kokossternchen und was wir ja auch gemacht haben für so ein schönes Farbspiel, wir haben Ilex mit den roten Beeren, wir haben Ilex dazwischen gearbeitet und so ist die rote Farbe nicht nur mit den Kugeln und Sternchen, sondern wiederholt sich auch in der natürlichen Deko. Und diese schöne Spielerei, ja, ich sage immer so das i-Tüpfelchen, das gibt natürlich dann die Korkenzieher-Haselnuss, die so schön spielerisch drüber läuft. Ja, hier vorne gibt es nur noch, naja, eine weihnachtliche Erika, auch das geht. Ja, man kann also auch umgestalten, Herbst lässt sich auch in Weihnachten ein bisschen umdekorieren, haben wir gemacht. Und dann gibt es natürlich auch wieder die Fans des Mediterranen, die werden sich freuen, es gibt hier noch einen schönen Steineichekranz, damit er auch weihnachtlich ist, haben wir mit ein paar goldenen Sternchen versehen. Und ach, und hier unten haben wir auch noch einen wunderschönen Türkranz, auch wieder viel Natur. Und das sieht mit diesen Äpfelchen, ja, sieht das ein bisschen aus wie in Mamas Backstube mit Orangenscheiben. Also auch viel, viel natürliche Zutaten. Auch öfters extra gruppiert gearbeitet, also nicht so ganz regelmäßig angeordnet. Sieht dann immer floristischer aus, wie wenn man das so gleichmäßig über dem Kranz verteilt. So, wir haben also auch schöne Windlichter bekommen. Und diese Windlichter mit dem Teelicht, die waren ja schon ganz süß. Aber damit die auch weihnachtlich aussehen, haben wir so ein kleines Mooskränzchen gewickelt und haben auch das weihnachtlich dekoriert. So, hier ist so eine Besonderheit. Das sind diese Mini-Zapfen. Ich lege mal meinen Daumen daneben. Da sieht man, der Zapfen ist nur so groß wie mein Daumen. Das sind die Zapfen der Hemlock-Tanne. Und also es lohnt sich immer im Sommer, Zapfensammelzeit ist ja so Juni, Juli, August. Es lohnt sich also immer Ausschau zu halten nach tollen Bäumen, tollen Tannen. Und gibt ja viele schöne Bäume in der Natur. Und wir haben das also gemacht hier mit nur Natur. Ohne Kugeln ist auch ganz toll, ja, dass das wirklich nur so ganz natürlich wirkt. Und ja, was haben denn meine Mädels gemacht? In Orange. Die haben es in Rot ausdekoriert. Ja. Und ich habe ganz vergessen, das Teelicht anzumachen. Ich wollte nicht alle anmachen. Ja, das sind jetzt die rot dekorierten. Und da ist wirklich nur dieses Kränzchen reingelegt. Und dadurch, dass diese Windlichter dieses schöne Seil noch haben, ist das eine stimmungsvolle Deko. Ich mag diese Naturmaterialien. Und Naturmaterialien ist eigentlich ein gutes Stichwort. Unser Schaufenster haben wir mit einer ganz tollen hängenden Konifere dekoriert. Sonst hatten wir oft hier so einen Korkenzieher-Haselnusszweig. Aber dieses Jahr haben wir gesagt, wir machen es jetzt einfach mal ein bisschen anders. Wir wollten jetzt einen ganz anderen Anblick. Und das haben wir mit dieser Konifere gemacht, die sich auch in unserer Deko hier noch wiederholt. So, jetzt gucke ich doch nochmal, was wir hier Schönes gearbeitet haben. Also hier ist jetzt das, ich knie mich mal, dann kann man es vielleicht besser sehen. Hier ist das Prunkstück unseres Schaufensters. Das ist vergoldete Hortensie und die ist mit schwarzem Pfeffer dekoriert. Und dieser feine graue Calocephalus, der ist dazwischen gearbeitet. Und die mit so einer Schote, manche kennen die vielleicht von den Bäumen, ja, es gibt so Bäume, wo die runterfallen und wirklich nur ganz wenig goldene Kugeln, vergoldete Kerzenhalter und anthrazitfarbene Stabkerzen und das Ganze auf dieser schönen goldenen Schale hat es dann natürlich einen unglaublichen Glanz und da das jetzt von dem Schaufensterlicht so toll angestrahlt wird, ist es im Mittelpunkt vom Schaufenster hier echt ein Knaller und ich glaube, das wird gar nicht so lang stehen. Wir gucken mal. Das ist immer sehr, sehr spannend. Dann haben wir noch, Moment, darf ich noch mal hier drüben. Wir haben hier so schöne aus so einem schönen Metall, so Ständer. Da haben wir auch Mooskränzchen gewickelt und haben die damit dekoriert. Und es gibt immer so schön diese Spielereien. Wenn die noch was Hängendes haben, hängende Elemente, das sind ein paar Weihnachtskugeln, die noch hängen. Und auch hier natürlich wieder mit Stabkerze. Stabkerzen sind auch schwer angesagt und sehr im Trend. Deswegen haben wir auch ein bisschen mit Stabkerzen gearbeitet. So, dann gehe ich mal hier runter. Also hier haben wir einen weihnachtlichen, den nehme ich mal raus. Das ist ein weihnachtlicher Dauerstrauß.
Dauerstrauß nennen wir es deswegen, weil der ist nur mit Nadelgrün gearbeitet und hält dadurch sehr, sehr gut. Ist auch mit Kugeln, mit Zapfen. Es gibt ja auch Leute, die sagen, sie wollen keine Kerzen haben. Und dann ist das eine ganz tolle Alternative. Ist auch ein sehr schöner Strauß, der die ganze Weihnachtszeit, also hier sieht man natürlich das ganze, die ganzen Nadelstiele, ja, und auch wieder die schöne hängende Konifere, die wir im Schaufenster auch dran gemacht haben. Und das ist jetzt wirklich so in Weiß, Silber, Natur mit einem kleinen Hirsch. Und das ist jetzt was, wenn jemand keine Kerze möchte und sagt, hey, doch gar eine schöne weihnachtliche Deko, die richtig, richtig lang hält. Ja, hier haben wir im Schaufenster einen Sempervivum-Kranz mit Dachwurz. Und diese Kerzen sind in Sahara-Farbe, also so eine leichte Sand-Macchiato-Farbe. Und das ist mit diesem schönen Dachwurz, ist also mit Moos gearbeitet. Und auch partiell mit Muschelzypresse. Und auch hier haben wir Zapfen, aber die Zapfen haben wir so reingearbeitet, dass sich die Zapfen richtig schön der Kranzform anpassen, ja, und eben so mitlaufen. Und dass die eher nicht rausstehen. Das ist schön, weil das sind ganz tolle, dicke, große Sempervivum. Und was auch ganz besonders toll ist, sind die mit diesen dunklen Spitzen. Ja, also es sind viele Arten auch hier drin. Was man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so sieht. Des Weiteren gibt es dann in unserem schönen, das sieht ein bisschen aus wie im Wald, hier sind Bäumchen. Bäumchen, die wir auch mit Zimtstange, mit Birkensternchen, mit Moos, mit Nüssen, ja, und die wir eigentlich oben auch bewusst ganz natürlich gelassen haben in der Deko und in einem richtig schönen Keramikgefäß, ja, das auch sehr wertig ist und es ganz dick ist. Also ich mag ja auch dicke Gläser und ich mag auch dicke Keramik. Einfach was man so richtig toll anfassen kann. Ja, und zu meinen Füßen verbirgt sich noch auch in Sahara. Verfolgen wir noch weiter das Sahara-Thema. Die Kerze, also diese Farbe, die war auch letztes Jahr unglaublich schnell weg. Das ist ein Kranz mit Weide. Auch mit natürlichen Materialien und der besticht vor allem auch durch die Knospen von der Magnolie, ja, durch diese schönen Knospen und hat auch ein Höhenprofil, weil er ist auch mit in der Basis noch mit Mühlenbeckia gearbeitet und da hängt noch ein bisschen was runter vom Arbeiten, ja, aber gut, so, jetzt ist es auch ab und ist dadurch auch schön hoch, weil meistens, wenn man am Tisch sitzt, dann sieht man ja den Kranz so von der Seite. Und selten, man sieht ihn ja nicht immer so von oben, wie ich ihn jetzt angucke. Und das ist natürlich wunderschön, wenn man dann diese tollen Reben und Zweige sieht. So, wie gesagt, von oben sieht man das gar nicht immer alles auf den ersten Blick. Deswegen nehme ich das jetzt einfach mal hoch. Ich habe hier noch ein frisch gestecktes Adventsgesteck mit Mosi. Das heißt, das Grün hat Wasserversorgung und das ist in einem schönen Holzkästchen gesteckt. Bewusst nicht ganz so üppig das Grün, damit man auch das Holzkästchen schön sieht. Und da haben wir diese edlen metallicfarbenen Kerzen dazu dekoriert, die so einen rötlichen Ton haben und auch mit den Sternchen und Kugeln die Farbwiederholung. Und was auch wirklich süß ist, ist, dass das Grün ruhig auch mal so buschig hochkommt, wie hier auf der Seite, dass das, ja, dass es so schön puschelig. Ja, nicht immer alles so ganz gleichmäßig, sondern es ist auch sehr lebendig und sehr belebend. Und was mir persönlich auch sehr gut gefällt, das ist natürlich jetzt, meine Mädels waren wieder super fleißig, ist auch diese eine Zimtstange quer und ein Anisstand draufgeklebt, finde ich super. Ich muss denen morgen nochmal echt ein dickes Lob aussprechen für die tollen Arbeiten. So. Ist ein Kranz mit einer erhöhten Basis. Da habe ich auch ein schönes Video dazu gemacht, dass man eben auch diese Reben in diese Schwungform in dem Adventskranz mitführt. Und dieser Kranz ist das sind Zapfen, die nennen sich Totenköpfchen. Den Namen habe ich leider nicht gemacht. Und der hat auch einen vergoldeten Eukalyptus mit drin. Ja? Dass es eben so glänzend ist und so eine schöne Spielerei.
Hier sieht man jetzt auch vielleicht ein bisschen, wie die Blätter glänzen. Um das Weiß von den Kerzen aufzugreifen, sind auch die Kugeln in Weiß. Ja, und der Eukalyptus, der macht so die Überleitung in Naturform zu den anderen Naturmaterialien. Das ist auch mit Moos, mit Muschelzypresse. Und hier ist auch eine sehr schöne knackige Weide drin. Das ist also alles ganz knackig und ganz frisch, ja, und das ist auch richtig schön. Das ist auch ein Kranz, der sehr, sehr gut hält. Dann gibt es noch einen frisch gesteckten Kranz, auch mit weißen Kerzen, mit frischem Grün in Mosi gesteckt. Ich kann den gerne nochmal hochnehmen, dass man auch mal sieht, das ist ein Steckschaumring, ja, als Unterlage. So, ich nehme es gerade mal kurz hoch. Das ist also eine Biolith-Unterlage, ein Steckschaumring, und dadurch kann man diesen Kranz wässern. Und der bleibt also knackig frisch bis Weihnachten und ist natürlich eine tolle Variante, dadurch, dass der ja Wasserversorgung hat. So, was habe ich denn hier Schönes? Ach, hier habe ich was Neues. Hier habe ich so süße Bäumchen ergattert auf so einem Holzfuß. Und das hat mir total gut gefallen, weil ich mag diesen Holzfuß so gern. Und ich habe mir natürlich auch gesagt, einer ist keiner. Deswegen habe ich diese Bäumchen in zwei Größen bekommen. Und ich finde die so als Pärchen, wenn man die sich so rein dekoriert, sehr, sehr schön. Und auch mit dem Metall sieht es total wertig aus. Wir haben hier auch Amaryllis dekoriert. Eine weiß blühende Amaryllis, die später weiß blüht, haben wir natürlich auch mit dem weißen Filz dekoriert. Des Weiteren gibt es auch Kränze, die wir wirklich nur ganz minimalistisch mit einer schönen Kerze, das ist eine tropische Frucht, ich werde immer wieder gefragt, wie die heißt. Ich weiß es nicht genau, keine Ahnung. Mit einer tropischen Frucht, die auch so halten, die man natürlich auch an die Haustür hängen kann. Die haben ein kleines Häkchen. Und diese Kränze mit ganz wenig Materialien, ja, einfach nur hier eine silberne Kerze, zwei silberne Sternchen, eine Schieferplatte, fertig. Gar nicht mehr. Manchmal ist ja weniger mehr und das ist auch gut so. Und ach, diesen Kranz, stimmt, den gibt es nicht nur in Weiß und Schwarz. Also diesen Kranz mit den Früchten gibt es auch in dieser Naturfarbe mit einer topfarbenen Kerze. Und hier haben wir als Hingucker einen Korkenzieher-Haselnusszweig einfach nur drüber gezogen, aber den haben wir vergoldet. Ja, so damit als festlichen Akzent. Und für Leute, die natürlich nicht nur so was Großes suchen, sind hier überall zwischendrin, haben wir schöne, schöne Weihnachtskarten rein dekoriert. Und die werden auch gern genommen für die Weihnachtspost, als Ideengeber. Ja, ich habe im Schaufenster hier einen in Weiß und hier ist natürlich nochmal in Rot ein Rindenkranz. So, den gibt es auch noch mal in Rot. Das ist ein Rindenkranz mit einer Kerze im Glas. Es will ja nicht jeder vier Kerzen. Und dann gibt es auch Leute, die gern eine Kerze wollen. So, Moment, muss ich mal in die Hand nehmen. Gut. Ja, und das ist jetzt die Kerze im Glas. Ist also schön weihnachtlich dekoriert hier mit diesen Naturmaterialien. Und festlich ist er natürlich auch mit der Lichterkette und wenn dann auch noch die Kerze brennt. Und hier haben wir, kennen viele von mir, das Batteriekästchen im Filz versteckt. Ich hab heute irgendwann gesagt, wo ist denn das Batteriekästchen? Und es ist so gut versteckt, dass selbst ich danach gesucht habe. Aber es ist also immer wieder ein guter Trick und die Kunden freuen sich total, dass das so schön, ja, dass das so schön verschwindet, weil das braucht eigentlich keiner. Die Technik soll versteckt sein, ist immer mein Spruch dazu. Hier haben wir einen Steineichekranz. Steineiche und auch wieder diese leicht erhöhte Basis. Ich nehme bewusst hoch und mit diesen Reben, das sind Weinranken, ist der erhöht. Ja, und von dem her steht er also doch leicht erhaben auf dem Tisch. Und auch diese Deko, wie ihr es sicherlich von einem Adventskranz-Video kennt. Ganz schlicht, weiße Kerzen, paar weiße Kokossternchen, ansonsten nur Natur. Finde ich cool. So, dann komme ich zu einem der Prunkstücke meiner Ausstellung. Hier haben wir in einer wunderschönen silbernen Schale
Ich kann es, glaube ich, gar nicht hochnehmen, weil das ist nämlich echt schwer. Hier haben wir ein Gesteck in Weiß mit Weiß-Metallic-Kerzen. Das ist frisch gesteckt. Und das Schöne ist, das ist ein wunderschönes Gefäß. Ja, man merkt auch, das ist richtig massiv. Und auch mit diesen verschiedenen Höhen an Kerzen. Also eine richtige Adventslandschaft mit tollem Grün. Ja, also auch neben der Konifere, neben der ist auch immer wunderschön die Muschelzypresse, die so ein tolles, edles Grün ist. Und auch hier leicht vergoldet die schöne Korkenzieher-Haselnuss mit ihren tollen Früchten, die das Ganze so lässig umspielt. Und das ist wirklich so ein Stück, wo ich auch sage, wow. Also das ist ein richtiger Hingucker. Und auch diese Schale lässt sich natürlich zu jeder Jahreszeit wieder schön dekorieren. Aber mit so einem schönen Gefäß kann man natürlich auch unheimlich viel machen. Ja, es lohnt sich auch, tolle Gefäße zu haben und diese immer wieder schön zu dekorieren. Ja, Semper Vivum gibt es nicht nur in rund, ja, so wie wir es gerade gesehen haben im Schaufenster, gibt es auch in länglich. Weil es gibt eben doch viele Leute, die einen länglichen Tisch haben und die sagen, ich kriege keinen runden Kranz unter. Und dann ist es eine tolle Tischmitte, ja, mit einem länglichen Gesteck. Und es fragen auch viele Kunden auch nach länglicher Adventsdeko. Dann gehe ich doch noch mal kurz nach unten. Also ganz neu dieses Jahr haben wir diese schönen Roststerne. Ja, die Rostfans werden jetzt jubeln. Und da haben wir eine dicke Kerze reingemacht. Die hat auch 10 cm Durchmesser. Und das Ganze haben wir mit Natur umarbeitet. Und auch wieder als schöne Deko. Hier sind Haselnüsse drin, kleine. Und da haben wir jetzt diese kleinen Zäpfchen. Da kommen wieder die Zäpfchen von unserer Hemlock-Tanne. Ja, diese Mini-Zäpfchen. Und auch rote Elemente, um dieses Altrot der Kerze aufzugreifen. An roten Elementen haben wir rote Cottonpots. Ich muss auch mal ein bisschen nach den Worten suchen. Rote Cottonpots reingearbeitet. Also hier diese kleinen roten Teilchen sind Cottonpots. Das sind tatsächlich die Baumwollfrüchte. Ja, und auch das haben wir in verschiedenen Farben gemacht. Und ich muss sagen, also bei einer Beratung, bei einer Hochzeitsberatung habe ich schon das erste Gesteck verkauft. Und obwohl das gar nicht so geplant war und die waren wegen was ganz anderem da. Aber ich habe auch nicht immer unbegrenzte Zahl diese Unterlagen. Und wer sowas eben dann nimmt, dann ist es halt weg. Ja, hier haben wir einen wunderschönen, frisch gesteckten Kranz auch. Also das ist wieder diese Machart, bei der das Grün wirklich jedes Grün, da werden die Nadeln abgemacht, es wird angeschrägt und jedes Grün wird in diesen Steckschaumkranz reingesteckt. Das ist auch wieder ein Kranz, der kann gewässert werden und der bleibt auch so schön grün und knackig. Ja, und das ist einfach eine tolle Machart. Und klassisch in Rot. Rot ist halt doch noch eine Farbe. Die meisten Leute wollen Weiß oder Rot. Ja, das ist tatsächlich ganz oft so. Das ist jetzt eine Kerze, die fand ich letztes Jahr schon ganz faszinierend, weil dieser Kranz gibt fast den Eindruck, als ob das Licht an wäre. Ja, die leuchten so und das ist so ein wunderschönes Aprikot, wo dann natürlich Orange sehr, sehr gut passt dazu, Orange und Natur. Aber es ist so leuchtend und es gibt ja so viel Dunkles in der Weihnachtszeit und ich finde, also das ist wirklich toll, wenn das so schön hell erstrahlt, dieser Kranz. Zum Thema länglich gibt es natürlich wieder nochmal ein schönes Gesteck. Das ist jetzt auch, ich muss immer ein bisschen fühlen unten, das ist frisch gesteckt. Das ist so eine längliche Mosi-Steckschaumunterlage. Und auch das hat Wasserversorgung und da ist das Grün wieder in das Mosi reingesteckt mit diesen schönen altrotfarbenen Kerzen. Und es ist wirklich immer dezent, also es ist gar nicht viel an Kugeln, es ist wieder viel mit Zapfen und Natur und auch hier dieses Euphorbia spinosa ist ein sehr schönes, sehr schöne natürliche Deko, die also wirklich oft, die sich auch an den Kränzen wiederfindet. Aber hier beim nächsten, da haben wir jetzt auch mit das ganz Neuem gearbeitet, was wir nicht so oft haben. Das ist ein Kranz, da haben wir mit Eukalyptus gearbeitet.
Und der Eukalyptus, das sind hier diese schönen Beeren. Ja, ich kann das immer mal runternehmen und dann kann man es auch besser sehen. Das sind diese schönen Beeren und man sieht hier auch die Eukalyptusblätter. Und um das Beerige nochmal aufzugreifen, haben wir diesen Kranz mit schwarzem Pfeffer dekoriert. Das ist hier schwarzer Pfeffer hier unten. Ja, hier. Und um diese Schwungform aufzugreifen, haben wir auch wieder mit Weidenranken das Ganze spielerisch umlaufen lassen, ja, um diesen eben auch die Schwungform, diesen schönen Kranzcharakter damit zu umspielen. Ja. Also es lebt immer so von spielerischen Elementen und es macht immer so ein i-Tüpfelchen noch, ja, was mir persönlich auch super gut gefällt. Hier haben wir noch einen Kranz in Champagner, das ist also mit Gold, mit Creme, Champagnerfarben. Sehr elegant und auch ziemlich groß. Das ist eine Nobilis-Tanne, die sehr gut haltbar ist, die also nicht so schnell abnadelt. Und auch wenn so ein Kranz so ein bisschen größer ist, dann braucht er auch ein bisschen größere Zapfen. Und da kann man ruhig auch mal so einen Strobus-Zapfen, ja, der auch mal so eine schöne Länge hat, reinmachen. Und was natürlich auch zu diesem Champagner und Gold, was ganz toll ist, sind Flechtenzweige. Ja, die eben hier kann man sehen, die Flechtenzweige. Ich zeige es immer so, wenn ich mal die Hand dahinter halte, die auch so diese, auch ins Gelbliche, ja, auch eben zu Gold passend, diese tolle Schattierung haben. Ja, diese Roststerne. Mein Elfenbeinfarbener ist schon weg, aber hier gibt es nochmal, das andere war altrot. Hier ist nochmal einer in Rot, ja, auch mit roten Elementen dekoriert. Und hier haben wir nochmal was Neues, Schönes. Das ist dieses Beerige, dieses rote Beerige, weil es gibt ja rote Ilex-Beeren zum Beispiel, sind ja auch sehr begehrt, aber rote Ilex-Beeren, die fallen irgendwann ab, die halten nicht so lang. Und das ist also auch was ganz Tolles, es ist eine rote Trockenfrucht, nennt sich Canella und ist wunderschön und hält auch, ja, weil es wichtig ist natürlich auch, die Kunden sollen lange Freude dran haben und es soll auch gut halten. Und dann überlegen wir natürlich schon sehr, sehr genau, was wir in welche Arbeit reinmachen und wie das passt. Hier gibt es auch, es gibt nicht nur große Sachen, es gibt auch kleine Sachen. Das ist ein Gold, das sind Krönchen. Ja, das sieht man durch dieses Moos, muss man ein bisschen gucken. Das sind Krönchen, das sind die Zacken von der Krone und diese Perlen an jeder Zacke. Und da haben wir auch eine altrote Kerze und so, dass es so edel ist, eine goldene Frucht drauf gemacht. Also einiges auch an goldenen Elementen, Gold, Altrot, einfach ausdekoriert und die Krone ist ja auch golden. Und da haben wir einige gemacht, die stehen hier alle so dazwischen, sind so schön rein dekoriert, so schön gemischt. Hier haben wir ein Metallgestell, ja, also relativ groß. Und haben wir auch lange überlegt, wie wir es machen. Wichtig ist natürlich immer Natur, ja. Es sind lediglich 6 Kugeln reingelegt, Zapfen, Muschelzypresse. Es ist ganz wichtig, dass immer Grün drin ist. Und für die Spielerei haben wir auch nur eine Korkenzieherhaselnuss vergoldet und die reingelegt und so lässig rauslaufen lassen mit 4 Stabkerzen. Auch hier genügt die Deko und weniger ist dann wirklich wie auch so oft mehr. Und ich bin gespannt, wie die Kunden darauf reagieren. Ja, hier haben wir wieder das Thema Strauß, Dauerstrauß. Dauerstrauß ist immer eben mit diesem nadligen Grün. Vorhin war er in Weiß-Silber, hier ist er mal in Rot gemacht. Also gibt es dann doch in vielen, vielen Farben. Und ja, hier haben wir noch einen Türkranz, Steineiche mit ein bisschen Kupferfarben dekoriert und im Band auch, was ich immer schön finde, ist zweierlei Bänder. Hier ist ein durchsichtiges Organza-Band mit einem sehr schönen Band mit Sternchen kombiniert. Ja, und ist auch wird spielerischer als nur ein Band zu nehmen mit 2 Bändern. Ist mein persönlicher Favorit, finde ich ganz toll. Und Steineiche ist ja auch ein sehr schönes Material. Trocknet auch schön an. Wenn sie irgendwo länger liegt, sie bröselt ab. Aber wenn man die in Ruhe lässt, kann man so einen Kranz ganz lange hängen lassen. Und hat mir kürzlich jemand, der den ein Jahr schon hängen hat, hat mir ein Foto gezeigt. Hängt wie eine 1, aber wird halt nicht jeden Tag hin und her geschichtet. Ist ganz, ganz wichtig. Ja, und die Schatzkammer birgt hier auch noch ein paar kleine Schätze. Hier haben wir einen hübschen Elch, der sich hier bei uns nochmal in unseren Wald stellt. Ja, Wald, naja, diese kleinen Bäumchen.
Und also was ich dieses Jahr auch neu habe, sind, ich habe also auch, die hatte ich ja auch in diesem rötlichen Ton, diese wunderschönen, ja, perlmuttfarbenen Gefäße, die eben so schön dick sind. Man sieht, die sind fast so dick wie mein Finger. Ja, und das ist das, was ich auch so gern mag, in vielen Größen. Ich denke, da werden bestimmt noch weiße Weihnachtssterne reinkommen. Und passend zum weißen Thema auch unsere Krönchen. Die gibt es auch in Weißgold und nicht nur in Rotgold. Aber die stehen natürlich hier auch im weißen Bereich. Passend dazu hingestellt. Bäumchen. Hier die Krönchen auch. Also sowas steht dann immer so dazwischen. Und hier gibt es natürlich auch wieder die Deko mit vielen, vielen kleinen Elementen. Gibt es die Anis-Sternchen, die Hemlock-Tanne, die Haselnüsschen, ein paar kleine Zweige. Ja, also es ist so eine Detailarbeit. Ja, hier gibt es auch noch so kleine helle Zäpfchen. Aber da muss man natürlich ganz viele kleine Sachen suchen, dass das so zu einer Krone schön zart wirkt. Ja, so spielerisch zart. Ja, hier unten, genau, hier ist nochmal unser Roststern in Sahara-Farbe. Also in allen Farben. Und auch ein Glas mit Kerze. Lässt sich auch schön ausdekorieren. Hier haben wir vergoldete Datteln angedrahtet und in diesem Glas umwickelt mit einem schönen weihnachtlichen Band. In dem Glas ein paar Haselnüsse reingelegt, ein paar kleine. Die sind unheimlich mühsam zu knacken. Die sind zwar total lecker, aber ich habe gesagt, komm, die kann man auch sehr gut für die Deko nehmen. Und sind wirklich süß und machen einfach eine schöne Basis. Das ist eigentlich Es ist schlicht einfach, es hält toll, es ist wunderbar. Und hier ist zu guter Letzt, genau, es wird alles auch noch höhere und schönere Plätze bekommen, aber die Plätze sind natürlich auch hier rar. Hier haben wir jetzt so ein Gestell, viele haben ja auch ein Gestell mit diesen Kerzentellern und dieses Gestell haben wir ausgegrünt und haben auch hier die spielerische Korkenzieher-Haselnuss drüber gezogen. Die Sternchen, die sind jetzt mal wirklich mit der Deko grün. Die Sternchen sind Natur und Gold, so ein bisschen Gold verwischt, Apfelscheiben. Und damit auch helle Elemente drin sind, haben wir auch mal ein paar helle Bäumchen, auch aus Kokos. Ja, und das ist eigentlich relativ schlicht dekoriert. Und da kann man auch jedes Jahr einfach frisch ausgrünen und neue Kerzen drauf machen. Und die Unterlage kann man natürlich jedes Jahr behalten. Und auch hier wieder diese schöne hängende Konifere, die eigentlich echt Spaß macht. Ja, die auch so lässig ist. Und es lebt natürlich auch wieder von der Mischung aus ganz, ganz vielen verschiedenen Grünsorten. Ja, der Laden ist natürlich relativ klein und es muss alles seinen Platz finden. Platz gibt es hier auch noch. Und hier haben wir natürlich auch nochmal das Thema Bäumchen aufgegriffen. Das ist jetzt aber Bäumchen, die keinen Frost vertragen, aber die als Weihnachtsbäumchen trotzdem wunderschön sind. Die haben wir mit diesen schönen Glocken ausdekoriert. Auch wieder mit Lichterketten, die sind jetzt nicht an. Und unsere Schnittblumen, die mussten im Moment mal weichen. Die bekommen jetzt die Fläche und damit müssen, ja, es wird jetzt natürlich eng. Morgen kaufe ich wieder ein. Aber der Hauptbereich des Ladens, hier sind unsere Kerzen, der ist jetzt tatsächlich für die Adventsausstellung reserviert. Und es gibt nicht nur, das ist jetzt mal so eine kleine Vorschau nebenbei, es gibt natürlich nicht nur Adventssachen und die Schnittblumen mit Sträußen. Die Produktion geht auch in anderer Hinsicht weiter, weil man sieht, wow, das sind doch echt Wahnsinnsblumen. Wir müssen morgen auch eine große Hochzeit machen und dafür habe ich natürlich schon einige Blumen. Ich kaufe morgen auch noch ganz viele. Und das sind jetzt nur ein paar davon zu zeigen, diese tollen weißen Chrysanthemen, die schönen aprikofarbenen Polyantha-Rosen, die so verzweigt sind. Und dann Nelken, ich liebe Nelken, ja, ihr wisst ja, die Nelken, die hier so diesen schönen Rand haben, ja, dieses Rosé und den lila Rand. Und dann noch eine Nelke, die heißt Hypnosis, die ist lila und hat so eine rosane Mitte, ja, also das ist auch ganz irre. Und wenn man sich so vorstellt, diese ganzen Farbtöne, also es gibt wirklich dieses Aprikot, Lila, Weiß, Rosa, das gibt eine ganz tolle Hochzeit. Am langen Tag komme ich dann auch in meiner Garage mal an mit meinem Caddy und nicht nur, dass hier schon wieder die Zuckerhutfichten bereitstehen, sondern
wenn ich hier mal mein Auto öffne. Es ist jetzt also spät. Ich habe Streuse geliefert. Ich habe viele Eimer, die leeren Eimer, die zeugen davon, dass da überall Streuse drin waren, die ausgeliefert sind. Und hier sieht man jetzt in meinem Auto diese schönen Blumen für die Hochzeit, diese Tischgestecke. Und das ist jetzt also echt üppig. Das ganze Auto ist voll. Hier sind auch noch für die Kirchenbänke Blumen. Ja, und das wird alles morgen dekoriert. Also die Ladefläche ist voll, rappelvoll. Aber das so als kleiner Einblick, wie unsere Produktion aussieht als Gesteck, dann was dann alles morgen für das Brautpaar zum Schmücken dient. Ja, und die Werkstatt, die wird natürlich morgen auch weitergehen. Es sind jetzt alle schon zu Hause, aber hier sieht man auch, wie die Weide geschlungen wird. Ja, und wie natürlich noch der Aufbau fehlt und der Kranz muss auch noch gewässert werden. Aber das ist schon wieder eine Basis zu einem neuen Kranz. Keine Ahnung, was sie morgen vorhaben. Aber die Werkstatt läuft und die Gestecke werden ausdekoriert und es wird hier noch so viele anstrengende Tage geben. Wir haben jetzt wirklich noch 1,5 Wochen, die echt anstrengend sind vor uns. Und wir sind auch alle, wir freuen uns auch, wenn alle Kunden ihre tollen Arbeiten haben und jeder seinen schönen Weihnachtskranz an der Tür hängen hat, wie hier die Nachbarin zum Beispiel, die jetzt auch für morgen schon wieder bestellt hat. Und wenn alle ihre Adventskränze auf den Tischen haben, dann ist für uns wirklich, dann ist echt die arbeitsreichste Zeit des Jahres, die werden wir dann auch hinter uns haben. Und da freuen wir uns auch drauf. Auf viele glückliche Kunden und ich wünsche euch auch ganz viel Freude beim Gestalten eurer Adventskränze und ich hoffe, ich konnte euch ein paar Anregungen geben in unserer diesjährigen Ausstellung. Und ich bin auch total gespannt auf eure Kommentare. Also wir haben wirklich so ein paar andere Sachen gemacht, wobei mein Stil mit Natur bleibt immer gleich. Das ist klar. Aber ich freue mich, dass ihr bei dem Video dabei wart. Und ich freue mich auch, euch beim nächsten Video wieder eure Kommentare und alles zu lesen. Und es ist auch ganz irre, wie viel Leben dieser Fanclub mit sich bringt. Also es macht total Spaß mit euch. Und ich wünsche euch eine super schöne Adventszeit. Alles Liebe und bis bald von eurer Margit. Tschüss.